Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Michael Will spielen. Ich bin Michael Will und das hier, das ist die Beastie Bar. Beastie Bar ist ein witziges, strategisches Kartenlegespiel aus der Feder von Stefan Kloß und Anna Upholzer. Das Spiel wird für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren empfohlen. Die Spieldauer wird mit ungefähr 20 Minuten angegeben und das Spiel ist bei Zoch erschienen. In diesem Spiel geht es darum, möglichst viele seiner eigenen Tiere am Türsteher vorbei in den wichtigsten und spektakulärsten Club der Stadt zu bringen. Jetzt könnt ihr mich ja anschauen. Ich kriege ja auch immer Feedback aus der Community, dass ich ausschaue wie ein Anwalt. Das heißt, ihr könnt euch ja vorstellen, dass das so eine Thematik ist, mit der ich gut sympathisieren kann. Das kann ich nachvollziehen, dass man da vielleicht ab und zu mal nicht reinkommt. Deswegen hat mir die Spielidee gefallen. Wir haben es natürlich uns geholt und haben es auch Probe gespielt. Und ob das ein witziges und gutes Spiel ist, das sagen wir euch im Resümee. Wie die Beastie Bar gespielt wird, das erkläre ich euch jetzt. Und dazu wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Hey! Die Vorbereitung von Beastie Bar beginnt wie immer mit dem Spielaufbau. Das ist schnell erledigt. Man sucht sich als allererstes bestimmte Karten aus dem Kartenstapel heraus, die man dann auf dem Tisch auslegt. Also als allererstes legt man natürlich mal die Beastie Bar aus. Also die Beastie Bar besteht aus dieser Querkarte, wo auch dieser Bar-Innenraum abgebildet ist. Und natürlich aus dem Heaven's Gate. Und das Heaven's Gate, das ist die Tür der Beastie Bar, wo natürlich auch der Gorilla-Türsteher vor der Tür steht. Zeige ich euch mal von nahem, weil die Kartengestaltung einfach super cool ist. So, und sowohl die Beastie Bar als auch der Türsteher wird auf die linke Seite des Spielfelds gelegt. Dann lässt man ein bisschen Platz. Hier kommen dann die Tiere rein, die in die Beastie Bar rein möchten. Das hier ist dann quasi die Drängelmeile. 5 Karten müssen hier Platz haben. Und am Ende dieser Reihe kommt dann quasi die Rauswurfkarte und die Das-Wars-Karte. Also alle Tiere, die aus der Warteschlange rausfliegen, landen dann quasi hier hinten auf der Das-Wars-Karte. Auch diese Rauswurfkarte muss ich euch zeigen, weil die ist auch wirklich super cool gemacht. So, und das ist dann quasi das Ende unserer Drängelmeile auf der anderen Seite des Spielfelds. Damit haben wir das Spielfeld schon mal vorbereitet. Was wir dann noch machen ist, dass jeder Spieler die Tiere in seiner Farbe bekommt. Man kann es zu 2, zu 3 oder zu 4 spielen. Dementsprechend gibt es so viele Farben. Jeder Spieler bekommt eine Farbe, mischt dann die 12 Karten, die er bekommen hat, durch, zieht davon 4 auf seine Hand und die restlichen 8 Karten bilden den Nachziehstapel. Und damit ist die Vorbereitung von Beastie Bar schon abgeschlossen. Jedes Spiel hat ja auch so seine eigene Option, wie man denn Startspieler wird. Bei der Beastie Bar ist es so, dass laut Regelwerk der Spieler mit dem tierischsten Outfit der Startspieler wird. Also das dürft ihr gerne für euch entscheiden. Ja, vielleicht rentiert sich's da direkt mal, mit so einer 80er-Klamotte zu kommen, wenn ihr wisst, dass Beastie Bar gespielt wird, weil dann seid ihr zumindest sicher, dass ihr immer der Startspieler seid. So, wie wird jetzt Beastie Bar gespielt? Jeder Zug besteht aus 5 verschiedenen Aktionen. Erste Aktion, ich spiele eine Karte aus meiner Hand in die Warteschlange. Und zwar ist es so, man legt die Karte, die erste Karte natürlich hier immer direkt neben den Rausschmeißer und alle Karten, die danach gelegt werden, werden immer rechts angelegt. So lange, bis hier eben maximal 5 Karten liegen können. Das ist die erste Aktion. Dann wird natürlich, sobald ich meine Karte ausgespielt habe, die Aktion der Karte ausgeführt. Ich zeige euch die Karten gleich mal komplett alle im Überblick, damit ihr auch wisst, was diese Karten machen. Also ich lege meine Karte hin und führe in dieser Sekunde die Aktion dieser Karte aus. Dann gibt es wiederkehrende Aktionen, die haben bestimmte Tiere, die erkläre ich euch auch gleich. Die kommen immer, nachdem jeder Spieler seine Karte gelegt hat. Und dann kommt der 5-Tiere-Check. Das ist das Wichtigste. Also sollten hier irgendwann mal am Ende eines Zuges 5 Karten liegen, dann ist die Warteschlange tatsächlich voll und dann kommt das Coole. Dann dürfen die ersten 2 Tiere, also die 2 Karten, die hier ganz links liegen, die dürfen in die Beastie Bar. Die werden dann auch verdeckt hier auf diese Beastie Bar Karte gelegt.
Aber leider fliegt auch die letzte Karte, also die fünfte Karte, die hier liegt, aus der Warteschlange raus. Und die wird dann offen hier auf diese Das-war's-Karte gelegt. Und der Zug endet dann damit, dass der Spieler, der die Karte in die Warteschlange gespielt hat, eine Karte nachzieht. Das sind die ganzen Regeln. Also wir fassen nochmal zusammen. Karte ausspielen, Kartenaktion durchführen, wiederkehrende Aktion ausführen, fünf Tiere check machen, Karte nachziehen. Das sind die fünf Aktionen, die jeder in seinem Zug durchführen darf. So, damit ihr jetzt aber mal versteht, was ihr denn überhaupt machen könnt und was die einzelnen Karten so für Funktionen haben, werde ich die jetzt der Reihe nach euch alle mal vorstellen. Grundsätzlich ist es so, die Tiere sind natürlich so ein bisschen nach Stärke sortiert. Die sind auch nummeriert von 1 bis 12. Das heißt, die stärkste Karte ist hier natürlich der Löwe. Der hat auch die Nummer 12. Allerdings müsst ihr aufpassen, denn hier unten diese Cocktailgläser mit dieser Zahl, das sind auch die Siegpunkte, die ihr bekommt für diese Karte, wenn sie am Schluss in der Beastie Bar liegt. Und die stärksten Karten haben natürlich hier meistens nicht die meisten Punkte. Also es ist durchaus sinnvoll, schwächere Karten in die Beastie Bar zu bringen, denn die geben am Schluss einfach mehr Siegpunkte. Aber was macht denn jetzt der Löwe, wenn ich ihn ausspiele? Also der Löwe ist natürlich der König der Tiere. Der drängelt sich grundsätzlich mal an allen Tieren, die in der Warteschlange sind, vorbei. Also wenn ich einen Löwen spiele, dann darf ich den sofort auf Position 1 direkt neben dem Türsteher stellen, aber nur, falls er der einzige Löwe ist. Also wenn es schon einen anderen Löwen auf Position 1 hier vorne gibt und ich muss den Löwen spielen aus irgendeinem Grund, dann wandert der Löwe sofort auf die Das-war's-Karte und fliegt aus dem Spiel. Und zudem, und das ist eine ganz coole Funktion, vertreibt der Löwe, wenn er gespielt wird, das bedeutet dieses Symbol hier, alle Affen aus der Warteschlange. Das ist die Aufgabe des Löwen. Auf der Nummer 11, und ich bitte euch, schaut euch mal diese Grafiken an. Ich finde das so schön gezeichnet, das ist echt cool. Auf Platz 11 ist das Nilpferd. Das Nilpferd hat hier oben so eine orangefarbige Spirale. Das bedeutet, die Funktion des Nilpferds ist wiederkehrend. Also am Ende jedes Zugs, wenn jeder eine Karte gelegt hat, wird diese Funktion immer wieder ausgeführt. Und das Nilpferd ist einfach nur ein Trampler. Das Nilpferd drängelt sich an allen Karten in der Warteschlange vorbei, die einen kleineren Kartenwert haben und bleibt dann hinter der größeren Karte stehen. Also angenommen, auf der 1 vorne stände ein Löwe, würde das Nilpferd an allen vorbeirennen, bis es eben dann hinter dem Löwen stehen bleibt. Und das Coole an dieser Karte ist tatsächlich, dass wenn dann irgendwann mal wieder eine kleinere Karte durch irgendeinen Karteneffekt vor dem Nilpferd landet, drängelt sich am Ende des Zuges das Nilpferd trotzdem wieder vorbei. Also man guckt am Ende jedes Zuges auf alle Karten, die diese Spirale hier abgebildet haben und führt diese Funktion dieser Karte dann aus, wenn sie denn eben ausführbar ist. Also wie gesagt, das Nilpferd ist der große Drängler. Das Krokodil, das ist eine gefährliche Karte, das ist aber meine Lieblingskarte, weil sie auch so cool ausschaut. Das ist auch eine, hat auch eine wiederkehrende Funktion. Das Krokodil, wenn man das in die Reihe spielt, das frisst einfach alle Tiere mit einem kleineren Kartenwert. Also alle schwächeren Tiere werden vom Krokodil gefressen. Und das Krokodil bewegt sich natürlich dann auch immer weiter in der Reihe nach vorne, weil es einfach alle Mitbewerber, die da stehen, mit einer kleineren Zahl frisst. Und Achtung, auch das ist ein wiederkehrender Wert. Also sollte irgendwann im Spiel eine kleinere Karte vor dem Krokodil landen, hat die leider Pech gehabt, weil sie am Ende des Zuges wegen dieser wiederkehrenden Aktion jederzeit gefressen werden. Es gibt da eine einzige Ausnahme, die zeige ich euch später, das ist das Zebra. Das Zebra ist nämlich so eine Art Zwischentürsteher in der Reihe. Das Zebra würde das Krokodil aufhalten, das Zebra würde übrigens auch das Nilpferd aufhalten, ja, aber alle anderen Karten, die kleiner sind als das Krokodil, werden vom Krokodil gefressen und landen auf der Das-war's-Karte. Das nächste, das ist sehr cool, ist auch eine sehr geile Grafik, das ist die Schlange auf der 9. Die Schlange ist so eine Art Buchhalter. Die Schlange sorgt dafür, wenn sie ausgespielt wird, dass die Karten, die bereits in der Drängelmeile ausliegen, sortiert werden nach absteigenden Zahlen. Also egal, wie die Tiere momentan liegen, wenn die Schlange ausgespielt wird, sortiert man einfach alle Karten, die in der Drängelmeile liegen, nach absteigender Zahl. Das ist alles. Also es ist wirklich eine gute Buchhalterkarte.
Dann gibt es die Giraffe. Das ist die Lieblingskarte meiner Frau. Warum das wohl so ist? Die Giraffe ist auch eine sehr schöne Karte. Auch das ist eine wiederkehrende Karte. Die Giraffe kann nämlich mit ihren langen Beinen das nächste Tier, da was vor ihr in der Schlange liegt, überspringen, wenn das Tier vor ihr einen kleineren Kartenwert hat. Also ihr seht es hier auch unten abgebildet. Wenn die Karte vor der Giraffe einen kleineren Wert hat, darf die Giraffe diese eine Karte eben überspringen. Und auch das ist ein wiederkehrender Wert. Das heißt, am Ende jedes Zugs, wenn die Giraffe auslegt, muss man eben testen, liegt vor der Giraffe eine kleinere Karte? Und wenn ja, muss die Giraffe diese Karte oder kann die Giraffe diese Karte überspringen? Das Zebra, das ist die Nummer 7, das ist ein Rausschmeißer, eine Art Rausschmeißer in der Warteschlange. Denn das Zebra blockiert sowohl das Nilpferd als auch das Krokodil. Das wären ja beides Karten, die relativ stark sind und die sich an allen vorbeidrängeln oder eben kleinere Karten fressen. Das gilt aber nicht für das Zebra. Deswegen ist hier dieses Schild abgebildet. Und dieses Zebra hat jetzt hier oben keine orange Spirale, sondern eine lilafarbige Spirale. Und das bedeutet, dieser Effekt ist nicht nur wiederkehrend, sondern permanent. Also dieser Effekt gilt ständig, zu jeder Zeit. Das ist noch eine andere Variante dieses Effekts. Jedenfalls blockiert dieses Zebra eben das Nilpferd und das Krokodil. Und man beachte, wenn man es schafft, das Zebra in die Beastie Bar zu bringen, dann bekommt man dafür satte 4 Siegpunkte. Also das ist eine wirklich sehr, sehr starke Karte. Und natürlich kann das Zebra vom Krokodil auch nicht gefressen werden. Also wie gesagt, so eine Art Rausschmeißer mitten in der Drängelmeile. Dann auf der 6, das ist die Robbe. Die Robbe, das ist eigentlich die Karte, die am meisten Spaß macht, weil diese Robbe sorgt für am meisten Verwirrung. Die gibt leider nur 2 Punkte, wenn sie in die Beastie Bar kommt, aber die Robbe tauscht quasi Heaven's Gate, also den Eingang zur Beastie Bar, mit der Rauswurfkarte aus. Bedeutet effektiv, die Robbe tauscht die Reihenfolge aus, in der man ansteht. Also aus links wird rechts und aus rechts wird links. Man tauscht dann im Spiel tatsächlich auch Heaven's Gate und die Rauswurfkarte aus. Das bedeutet, die Tiere, die bisher ganz hinten in der Schlange waren, stehen auf einmal ganz vorne. Also das ist die Karte, die an sich den spektakulärsten Effekt hat. Die Robbe tauscht eben vorne und hinten aus. Dann gibt es das Chamäleon. Das Chamäleon hat eine ganz coole Funktion. Das Chamäleon nimmt nämlich in dem Moment, wo ich es ausspiele, die Form eines der Tiere an, die schon in der Schlange ausliegen. Das ist wichtig. Also ich darf mit dem Chamäleon nicht irgendein Tier ersetzen, sondern ich ersetze nur eins der Tiere, was schon in der Schlange ausliegt. Und dann ist es wirklich so, dass das Chamäleon so gespielt wird, als wäre es eben das Tier, was ich auslege und auch die Funktion des Tiers hat, was ich denn auslegen möchte. In dem Moment, wo ich aber das Chamäleon ausgelegt habe und die Funktion des kopierten Tiers gespielt habe, wird das Chamäleon auch sofort wieder ein Chamäleon und hat dann eben auch nur den Wert 5 und kann zum Beispiel vom Nilpferd überholt werden oder vom Krokodil auch gefressen werden. Das ist eben die Funktion des Chamäleons. Ich kann damit Tiere kopieren, die schon in der Warteschlange ausliegen. Ja, die Affen. Die Affen sind ein Problem, wenn sie zu mehreren Affen auftreten. Ein Affe hat mehr oder weniger überhaupt keinen Effekt. Aber sobald der zweite Affe in die Drängelmeile gelegt wird, dann geht's richtig ab. Denn dann werden alle Nilpferde und Krokodile sofort aus der Warteschlange entfernt. Weil die Affen machen da so viel Radau, dass das Nilpferd und das Krokodil echt keinen Bock mehr haben, da in der Warteschlange zu stehen. Und deswegen kommen dann alle Nilpferde und Krokodile auf die Das-war's-Karte. Und der gespielte Affe, also der zweite Affe in diesem Fall, darf sich dann sofort vordrängeln und sich direkt vor den Türsteher stellen in der Reihe. Und der zweite und oder dritte Affe, die in der Meile liegen, die folgen ihm. Das heißt, am Ende dieses Zuges liegen dann alle Affen, die bisher in der Reihe lagen und der neue Affe, der dazukommt, direkt vor dem Türsteher. Haben sich alle direkt nach vorne gemogelt. Das ist die Funktion des Affen. Wie gesagt, alleine nicht viel wert, aber zu zweit oder zu dritt steppt da dann richtig der Bär und die geben auch 3 Siegpunkte. Also das ist schon eine ziemlich coole Karte.
Nächste Karte in absteigender Reihenfolge mit der Nummer 3 ist dann das Känguru. Känguru gibt 4 Siegpunkte. Das ist eine wirklich sehr effektive Karte. Das Känguru kann 1 oder 2 Tiere überspringen. Das ist die einfachste Karte von der Regel. Ihr spielt das Känguru an den Schluss der Reihe und könnt euch dann entscheiden, ob ihr 1 oder 2 Tiere überspringen wollt. Blöd ist natürlich, wenn ihr dabei dann irgendwie ein Krokodil zum Beispiel überspringt, weil dann wird am Ende des Zugs das Krokodil wieder aktiv und frisst euer Känguru. Da müsst ihr aufpassen. Aber ansonsten ist die Regel ganz einfach. Ihr spielt das Krokodil und könnt euch aussuchen, entweder 1 oder 2 Karten in der Drängelmeile zu überspringen. Der Papagei, das ist die Nummer 2, ist auch eine sehr starke Karte. Der Papagei ist nämlich einfach eine Petze. Der ist so nervig, dass er ein Tier meiner Wahl aus der Drängelmeile entfernt. Also ich spiele den Papagei an das Ende der Schlange und darf in dieser Sekunde beschließen, eins der Tiere, was in der Drängelmeile liegt, einfach auf die Das War's-Karte zu legen. Und das gilt tatsächlich auch für den Löwen. Also ich kann, wenn ich einen Papagei spiele, locker mal die Nummer 1 vorne in der Schlange einfach aus der Schlange eliminieren. Die Karte ist natürlich an sich relativ schwach, weil sie nur den Wert 2 hat. Aber die Funktion, die die Karte hat, die ist natürlich schon super stark. Außerdem 4 Siegpunkte in der Beastie Bar. Also das ist schon großartig. So, und dann haben wir noch die Nummer 1, die schwächste Karte im Spiel, die aber die coolste Funktion hat. Das ist das Stinktier. Gibt auch 4 Siegpunkte. Mega Karte. So, was passiert, wenn ihr das Stinktier spielt? Wenn ihr das Stinktier spielt, dann guckt ihr, was der höchste und der zweithöchste Kartenwert ist oder sind, die momentan in der Drängelmeile ausliegen. Nehmen wir mal an, hier liegt eine Karte mit einer 12 und 2 Karten mit einer 11 und noch andere Karten. Dann ist die 12 quasi der höchste Kartenwert und die 11 der zweithöchste Kartenwert. Und alle Karten mit dem höchsten und zweithöchsten Kartenwert werden aus der Warteschlange eliminiert. Das bedeutet, in unserem Beispiel wäre die Karte mit der 12 raus und die beiden Karten mit der 11 wären auch raus. Also das ist schon eine coole Geschichte, da können ganz, ganz viele Karten aus der Warteschlange verschwinden. Die Karten mit dem höchsten Wert und die Karten mit dem zweithöchsten Zahlenwert, die werden vom Stinktier eliminiert. Ausnahme sind natürlich andere Stinktiere. Also wenn nur so kleine Karten hier liegen, dass die Stinktiere damit betroffen wären, Stinktiere schmeißen sich natürlich gegenseitig nicht aus der Warteschlange raus. Ja, und damit habe ich euch alle 12 Karten vorgestellt. Und jetzt könnt ihr euch auch natürlich vorstellen, wie die Mechanik dieses Spiels funktioniert, wenn jeder seine Karte spielt, die Funktionen abhandeln und. Dann ist es halt tatsächlich wie in einer echten Warteschlange vor einem coolen Club. Dann geht's da so richtig zur Sache. Dann stellen sich am Ende natürlich wie immer dieselben 2 Fragen. Wie lange wird das Spiel gespielt und wer gewinnt die Partie? Das Spiel endet dann, wenn alle Spieler alle ihre Karten ausgespielt haben. Also wenn kein Spieler mehr eine Karte in der Hand hat, dann ist das Spiel beendet. Und dann werden die Karten, die in der Beastie Bar liegen, die liegen da ja verdeckt, dann werden die sortiert und dann werden die Siegpunkte gezählt, die jeder einzelne Spieler mit den Tieren in der Beastie Bar erreicht hat. Und derjenige Spieler, der mit seinen Tieren in der Beastie Bar die meisten Siegpunkte erzielt hat, das ist dann der Gewinner von Beastie Bar. Das allererste, was euch wahrscheinlich auffallen wird, wenn ihr dieses Spiel auspackt, ist, wie sensationell diese Karten gestaltet sind. Es geht ja da wirklich darum, dass 12 verschiedene Tiere in die Beastie Bar kommen. Und sowohl das Innere dieser Bar, als auch der Rausschmeißer, der natürlich ein Gorilla ist, als auch diese Gasse, in der man landet, wenn man eben nicht in die Beastie Bar kommen darf, das ist alles wirklich wunderbar gezeichnet. Diese Tiere, die da drauf sind, sind wunderbar gezeichnet. Hier, meine Frau und ich, wir unterhalten uns ja immer, wir haben sofort jeder ein Lieblingstier gefunden. Was ist deins? Die Giraffe. Die Giraffe sieht super aus. Ich bin da eher Fan vom Krokodil, ja. Also die Karten sind wirklich großartig. Gefällt mir auch, dass sie nicht so dieses übliche Spielkartenformat haben, sondern dass sie auch große Karten verwendet haben. Und dann diese Idee, jedes einzelne Tier hat natürlich auch eine bestimmte Fähigkeit. Manche können sich vordrängeln, manche fressen andere Tiere, manche ändern sogar die Reihenfolge, dass der Ausgang und der Eingang, also die Gosse und der Eingang zur Beastie Bar vertauscht werden. Das ist super gemacht. Super gemacht. Es hat natürlich nur wieder den Nachteil,
den jedes Spiel hat, was aus solchen einzelnen individuellen Karten besteht, dass man natürlich am Anfang zuerst mal ein bisschen lesen muss, was macht jede Karte, und man braucht auch ein, zwei, vielleicht drei Runden, bis man mal wirklich gelernt hat, was welche Karte macht, und dann geht's aber richtig ab. Und da ist es auch wirklich so, es funktioniert zu zweit super, aber in der Runde zu viert wird es richtig cool. Und deswegen von uns auch eine unbedingte Empfehlung für BC Bar. Ein schönes, schnelles, toll gemachtes, sehr lustiges Kartenlegespiel. Und damit vielen herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr neu auf unseren Kanal gestoßen seid, hey, herzlich willkommen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und vielleicht sogar die Glocke zu klicken, damit ihr aktiv informiert werdet, wenn es von uns was Neues gibt. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer ein schönes Spiel.